So, und damit wunderschönen guten Abend. Wir kommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal, und zwar der Verkehrsplaner. Ist von 2011 und ich spiele ihn hier ganz gerne. Oh, wir haben 50.000 Euro, das ist im März. Ich habe auf leicht erstmal gestellt. So, was machen wir als erstes? Als erstes werden wir hier mal richtig einstellen, so, damit die Leute sich ja nicht in die Haare kriechen. Spreche für die Ampelverwaltung ganz gut. Sollte euch dieses Format gefallen, lasst einen Daumen da, weil das wird ein neues Format. Warte mal, nee, halt. Wir machen das so. Ich warte. Wir machen so und so, und da machen wir so. Ja, ich spiele schon seit einiger Zeit. Ich muss sagen, ich bin nur wieder aufs Neue begeistert, wenn ich den Verkehrsplaner zocke. Manchmal muss man sagen, es ist in der Realität die Straßenplanung etwas daneben, genauso die Ampelschaltung, weil jeder kennt diese Situation. Du hast eine grüne Phase, du fährst und fährst und fährst und auf einmal, zack, geht die Ampel auf Rot. Dieses Gefühl, glaube ich, kennt jeder Pkw-Fahrer. Jeder Pkw-Fahrer hat das auch mal und dachte so, warum? Wir werden halt hier ausprobieren, wie wir die Ampelschaltung am besten machen. Wir haben natürlich hier unsere große Hauptstraße. Hier halt. Und ich weiß halt, dass es an einigen kleinen Nebenstraßen häufiger auch zu Staus kommt. So, jetzt haben wir das eingestellt. So, das ist natürlich für die Pendler die Verkehrsführung. Sprich, dass die Pendler auch an ihr Ziel kommen. Wir müssen halt gucken, normalerweise bin ich so ein kleiner Cheater. Ich cheate mir quasi so Geld, dass es reicht, dass ich damit so 100% mir die ganzen Baufahrzeuge und das alles leisten kann. Ich will es mit euch zusammen machen, Schritt für Schritt. So. Daher werde ich nicht cheaten. So, jetzt insgesamt. Sprich, wir sind auch denn dafür zuständig, dass zum Beispiel Bus, Straßenbahn, Straßenreinigung, Baufahrzeuge, sprich auch die Ampeln geregelt werden. Ah, das ist auch unser Job. Wenn wir gleich mal bei Ampeln sind, wir bestellen uns einmal 6 Arbeiter. So. Dann brauchen wir einmal euch. So. Wir brauchen natürlich hier die Ampelschaltung. Und natürlich gibt es auch Schlaglöcher. Die müssen wir uns natürlich auch kümmern. Und dafür sorgen, dass hier dieser noch kleine Teil hier gut läuft. So.
Zack. So. Natürlich haben wir am Anfang nicht so viel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Straßenreihungslinie haben. Wir werden eine Buslinie haben. Das habe ich mir schon ausgesucht. Beziehungsweise zwei, die so in entgegengesetzte Richtung führen. Weil sie einmal ringsherum gehen. So. Hier ist es besonders tricky, weil hier staut es sich häufig. Dementsprechend wird hier die Ampel zuerst gemacht, dann geht es hier nach oben. Ich habe aber selbstverständlich schon versucht, das Problem so gut wie es geht zu lösen. Jedoch ist manchmal das Problem, dass die KI-Fahrzeuge hier nicht so mitmachen, wie sie mitmachen sollten. Das heißt, ich versuche halt so gut wie es geht, dass die Fahrzeuge sich nicht so oft kreuzen. So. Ihr habt hier oben auch die Übersichten. Hier haben wir unsere Uhr. Im grünen Bereich ist alles noch easy. Im roten ist die Hauptverkehrszeit. Dann geht es ins Gelbe und dann geht es wieder ins Grüne. Hier haben wir unser Kontostand, aktueller Monat. Die Zufriedenheit, wie viele Pendler sind zufrieden, wie viele unzufrieden. Parkplätze ebenfalls, wie viele sind zufrieden und wie viele unzufrieden. Öffentliche Verkehrsmittel ebenfalls zufrieden, nicht zufrieden. Und natürlich der Grad der Luftverschmutzung zufrieden, nicht zufrieden. Denn hier unsere Übersichten, die verschiedenen Funktionen. Das kriegen wir alles nach und nach im Spiel. So, 6600. Dann kaufen wir uns noch zwei Premiumsbusse. Muss halt sein, die sind halt so. 7, 8, 9, 10, 10 Fahrer. So. Zwei Linien, jeweils ein Bus. Wir beginnen hier. Zack, zack. Gehen außen lang. So. Natürlich auch darauf achten. Dann, oh. Und auch darauf achten, dass hier, dass wir diese Führung so gut wie es geht machen. So. So. Nach den Pfeilen auf den Boden gehen. Hier war ausnahmsweise mal aus der Reihe tanzen. So. Da setzen wir ein Premiumsbus ein. Und jetzt natürlich geht die ganze Fahrt auch nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Hier natürlich jetzt nicht, nämlich hier lang machen müssen. So, damit die gleich mal zufrieden sind. Warum ich cheate, ist halt deswegen, ich kann halt mehr Busse einstellen. Ich kann die Zufriedenheit schnell generieren, dass die Leute sehr schnell zufrieden sind. So.
Natürlich brauchen wir jetzt auch noch eine Kehrmaschine und einen Schneepflug. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Die Kehrmaschine. Das, was halt so ist, dass wir halt noch nicht so viel Geld haben. Wir lassen jetzt die Kehrmaschine hier oben die Runde drehen. So. Und dann fährt sie halt wieder zurück. Nun. Bei irgendeinem Punkt, wenn ich den hier anklicke, fährt die nämlich dann wieder zurück. Genau, so. Wieder das so. So. Einen schönen Kreis. Und so. Aber wir haben zwei Kehrmaschinen. Gut. Heißt, wir können doch. Heißt, wir fangen jetzt. Jetzt hier die Hauptstraße. Genau, so. Ja. So und so. Interessant, was man so hört in der Nacht. Dass ich heute sogar noch schon um 4:30 Uhr wieder aufstehen, weil ich um 5 zur Arbeit muss. Und ich nehme hier erst um 0:12 Uhr noch ein Video auf. Sind wir jedenfalls hier unsere Hauptstraße. Die wird gekehrt, so. Dann wollen wir mal. Ich habe noch 10.046 € auf dem Konto. Ja. Ihr seht, jetzt heißt das, man hat ein Virus, weil jetzt mehr und mehr Menschen weg sind von öffentlichen Verkehrsmitteln zu PKWs. Das Fahrzeugaufkommen durch Pendler ist recht gering. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und Wetter können im Frühling verstärkt Straßenschäden auftreten. Okay, gut. Ja. Ich lasse das Ganze jetzt etwas schneller ablaufen. Ihr seht, hier oben wird natürlich Geld abgezogen. Wir haben jetzt Pendler, 15 sind zufrieden, 18, 3 Leute sind mit der Parksituation zufrieden, weil sie halt schneller zu den Parkhäusern kommen. Einer ist unzufrieden. Gut, damit müssen wir halt leben. Ja. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln hoffe ich, wird das denn anders aussehen. Wir haben zwei Busse im Einsatz.
Wie ihr seht, halt hier oben, wir können mal auf die Statistik, auf die Startstatistik. Hier, hier und hier. Smog Level. Das heißt, jeder für eine Stunde wird das Ganze aktualisiert. Wir haben jetzt schon drei Leute, die mit dem Bus zufrieden sind. Oh, wird gerade gespeichert. So, 3, 2, 1. Wir machen jetzt erstmal hier die Hauptstraße fertig. So. So, jetzt können wir einstellen. Durch zwei Ampelschaltungen, sprich die und die Ampelschaltung. Stellen ein. Diese Ampelschaltung ist wichtig. So. Die Dauer. Stellen hier jetzt auf 30 ein. Das Ganze machen wir jetzt mit der auch. Wir stellen hier auch die Startzeit auf 30 ein. So. Dann, weil ich aus Erfahrung weiß, dass von hier um häufiger Fahrzeuge kommen, gehen wir hier auf 40. Gucken, hier unten wird es nicht ganz so sein. Das heißt, hier gehen wir auf eine Endzeit von 30. Hier ebenfalls. Da hier mehr los ist. So, wir gucken uns das an. Die Ampel ist jetzt auf Rot. Heißt, die Ampel geht nicht auf eine Wartungszeit, sprich, dass die Ampel jetzt von 21 bis 5 Uhr außer Betrieb ist. Nein, die Ampel ist permanent auf Betrieb. Einige Ampeln werden wir für eine bestimmte Zeit ausschalten. Andere Ampeln werden permanent an sein, da der Verkehr halt es nicht zulässt. Dass wir jetzt sagen können, nee, halt du, die Ampel, die bleibt jetzt mal so. Wir müssen aber auch gucken, wir haben nur 8.951 Euro. Ja. Und ihr seht, hier oben staut er sich. Wir lassen wieder schnell durchlaufen. Natürlich mit dem Geld ist es immer so ein bisschen tricky. Eine Straße, da bleibt ja noch fertig. Nächste, ein Straßenreparatur kostet 193. Dann müssen wir noch drei weitere Ampelanlagen errichten, damit wir den Bonus bekommen. Richte für nur 20.000 wieder, für 15 Schlaglöcher sogar 40.000. Wir kriegen halt auch diese Bonusgelder. Wird hier irgendwas auch noch zusammengerechnet. Und das kriegen wir dann halt Ende des Tages. Eine Ampelschaltung, die kostet 1000. Und die auch schon ins Geld. Und die nächste Ampel ist fertig. Und dementsprechend kommt als nächste die hier. Dann kommt die da oben. So. Wir haben jetzt hier wieder. Zack. Die Ampel bleibt ebenfalls auf Dauerbetrieb. So. Wir haben hier jetzt 30. Und das Ganze so ein bisschen besser ist. Wenn wir hier jetzt auf 40 hoch, wäre jetzt so eine Nachrückzeit. Sprich, dass die Leute von hinten schneller nachrücken können. Hier machen wir jetzt etwas kürzer. Hier bleibt es auch auf 40. Hier geht es auch auf 40. Und dann gehen wir hier auf 20. So. Ihr seht, er staut sich jetzt mehr hier. Deshalb machen wir die Ampel. Wir haben jetzt hier so 10 Verkehr. Das wechseln wir einfach mal, zack. Und der Verkehr läuft hier dann flüssiger und schneller ab. Deshalb haben wir hier, wenn wir hier in großen Kreuzungen natürlich die Ampel permanent geschaltet haben.
Es lässt halt die Situation nicht zu, weil die KI ja nicht so zuverlässig ist, wenn man sagen kann, gut, die Ampel kann jetzt an allen Kreuzungen von 21 bis 5 Uhr, also Betrieb sein. Aber wir müssen halt an bestimmten Kreuzungen wirklich permanent an sein. Ansonsten müssen wir wirklich mit der Verkehrsführung ausprobieren, dass wir noch weniger Verkehr, quasi Verkehr hier oben umleiten. Aber ihr seht, wir haben hier eine schmale Straße. Wir könnten die ausbauen. Dafür reicht aber leider das Geld nicht. Wir sehen aber hier auch, hier fängt es sich so leicht an zu stauen. Und ihr seht hier unten die Hauptstraße. Es wird noch voller. Wir nähern uns nämlich die magische Stunde. Heißt so zwischen 5 und 6 Uhr beginnt es dann. Das Ganze geht bis 10 Uhr dann, die Hauptverkehrszeit, und dann flaut es wieder ab, wo wir dann Erleichterung haben. Da ist der Verkehr denn etwas dünnflüssiger. So, jetzt, wir haben nicht so viel Verkehrsaufkommen. Ja, und wir haben schon 102 Pendler, 165 Pendler, 104 Leute sind zufrieden und 15 wurden schon transportiert. Wir haben 4 Zufriedene in der Luftverschmutzung. Also, da geht hoffentlich doch nicht mehr. Ganz gut geregelt eigentlich. Also eigentlich könnten wir auch hier unten noch die beiden Ampeln machen. Wenn die mehr glücklich sind, desto mehr Geld bekommen wir am Ende des Tages. Reparaturarbeiten abgeschlossen. Reparaturarbeiten lassen wir jetzt erstmal. Beschleunigen jetzt wieder. Und dann vergesse ich das einfach. Jetzt hier wieder beschleunigen. Mal hier, die Straße muss dringend gemacht werden. Dann ist das Film Ampelpause freigeschaltet. Kostet aber auch wieder ziemlich viel. So, wir haben wieder hier eine Einzel-Doppelschaltung. So. Ja, jetzt die können nach links und die fahren. Ja. Sprich, wir werden das jetzt hier anders machen. Aber nee, doch. Wir werden das so lassen. Wir jetzt einfach mal die Führung ändern. Und die sollen da. Okay, gut. Wenn ich das so machen, haut das auch damit hin. Weil hier jetzt auf 50 stehen. Das geht hier nur auf 30 und das auf 40. Das Schöne, wir können es hier einfach schön verwalten. So, das geht auf 30. Jedenfalls auf die 30. Der Verkehr hier besser flutscht. So. Das mal gerade aus. Ihr seht, die Ampelschaltung, sie klappt wunderbar. Also die Autos kommen sich hier nicht wirklich ins Gehege.
dass wir die Ampelschaltung auch noch machen. Die beiden gehen dann auf 40. Ne, die ist auf 30, gut. Und die gehen jeweils auf 40. Sprich, nach hier hast du eine Endzeit. Zwischen End- und Startzeit sind 40 Sekunden. Und ihr seht, das rollt hier perfekt. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die etwas unzufrieden sind. Wir haben ja 19 Leute, die unzufrieden mit der momentanen Situation des öffentlichen Verkehrs sind. Den können wir es aber leider nicht recht machen. So, jetzt haben wir hier 40 rein. Und da haben wir 30 rein. Und hier haben wir auch wieder 40 rein. Das ist das Schöne, wir können hier immer noch so ein bisschen spielen. Das heißt, ja, die Ampel, eigentlich theoretisch wäre sie schon unsinnig. Aber wir lassen das so. So, gucken wir mal, welche Straße hier, die hat es nötig. Hier oben muss unbedingt eine Ampelregelung hin. Ihr seht, es staut sich hier aus Folgerung. Es gibt Folgestaus. Und ja, wir werden halt hier anfangen, dann wird es da weitergehen. Beziehungsweise können wir uns überhaupt. Aber wir kaufen uns jetzt einfach mal ein neues Ampelfahrzeug. Ich da schon mal eine Ampel. Jetzt haben wir noch 256 Euro. Ich hoffe, wir kriegen gleich die 20.000. Man sieht, es staut sich halt wieder. Das heißt, wir brauchen hier wirklich eine längere Zeit. Und schwupps, schon haben wir wieder Geld auf dem Konto. So. Wir gehen hier jetzt auf. So. Hier gehen wir auf 40. Gehen hier auf 30. Hier gehen wir auf 40. So. Und hier werden wir auf 45 gehen. Das heißt, hier werden es 5 Sekunden. Länger grün sein, beziehungsweise wieder machen wir auf 50 sogar. Es ist nämlich gestaut. Dann haben wir hier noch die Ampel rein. Ja, wir sind jetzt in der abgekühlten Phase. Es kühlt sich so langsam ab. Der Verkehr regeneriert sich so langsam. Wir gehen langsam in die gemütlichere Phase ein. Ihr seht halt, es staut sich hier wirklich extrem. Sprich, hier müssen wir halt wirklich eine längere Grünphase drin haben. Jetzt hier wirklich jetzt. Es sind halt immer mehr und mehr Leute, die so langsam unzufrieden werden. Die nächste Ampelanlage, die wir herrichten, ist die hier. So. Schon eine größere Ampelanlage. So. Hier nehmen wir jetzt bei 30. So. So, die geht bis 35. Hier lassen wir bei 40. Das ist jetzt 10 Sekunden länger, die hier auch.
Sieht hier unten so leichter Verkehrschaos. Dürfte sich aber beruhigen. Hier, wenn wir auf 50 erhöhen, der Verkehr hier schneller durchfließen kann. Müssen wir jetzt diese Ampel herrichten. So. Dann kommen wir schon dazu. So. Da haben wir nämlich eine Zeit von 50 Sekunden die Grünphase rein. Hier haben wir nur 40 Sekunden. Nochmal 50 Sekunden. Hier haben wir 40 Sekunden. Wenn wir die Ampel hier so eingestellt haben, endet das Video auch mit dem ersten Teil vom Verkehrsplaner. Sollte euch der Teil gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es geht, ein Abo und ja, lasst es mich wissen, ob ich hier weitermachen soll. Und gemeinsam hier diese wunderschöne Stadt zum Laufen bringen. Ja, gucken jetzt. Das Augenmerk auf diese Ampel liegen, denn diese Ampel hat nämlich 50 Sekunden Grünphase. Ich muss eigentlich gleich umschalten. Jetzt schaltet die Ampel endlich um. Das dauert ein bisschen. Jetzt löst sich der Verkehr auch so langsam auf. Das läuft jetzt etwas. Besser, jetzt muss die Ampel unten auf Rot umstellen, genau. Wäre es gut, wenn die Ampel zuerst grün schaltet, dann die Ampel auf Grün und dann erst die Ampel auf Grün. Oder so. Müsste die, genau, jetzt hat die sich umgeschaltet, jetzt genau. Schön wäre es halt, wenn die zu Anfang, aber. Ihr seht halt, müssen wir mal gucken, ob sich das denn gut passt. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das alles ganz gut aus. Okay, hier müssen wir eine Zeit von 50 reinschicken. Ihr seht hier unten, die Ampel ist immer noch auf Grün. Jetzt ist sie auf Rot. Ja, da müssen wir darauf achten. Das ist halt die Ampel, dass sie ein bisschen länger grün zeigt, bis die hier auf Rot geht. Wir hatten nämlich hier um Rot schon und da war die immer noch auf Grün, ein paar Sekunden. Darauf achten, dass dieser farbig hier ein flüssiger Übergang wird. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass die Ampeln schon grün sind. Jetzt haben wir so wieder zurück auf 40 rudern. Das heißt, hier müssen wir jetzt auf 60 Sekunden erhöhen. Das heißt, hier aber auch jetzt erhöhen. Und wir mit der nächsten Ampelanlage weiterverfahren. Das sehen wir im nächsten Teil. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch noch einen schönen Tag.